Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Oxmastai. Treppe auf, Treppe ab. Wir spielen wieder ein bisschen Orksgeschnetzel links, links, bums, dings. So, haben wir irgendwas Neues, was ich jetzt nehmen wollte? Nein, wir gucken uns mal die Map an. Treppe auf, Treppe ab. Okay, hier. Hier und hier geht's auch nochmal raus, oder was? Das ist ja komisch. Okay, also hier geht's lang, dort geht's lang. Und wo komme ich hier hin? Hier komme ich hier unten lang. Boah, das ist echt verwirrend. Und die kommen hier raus. Und gehen da nicht da rein? So, was kommen denn alles für Gegner? Okay, die kommen, also brauche ich keine Barrikaden, wie immer. Ja, wie machen wir es am besten? Wie machen wir es am besten? Das ist jetzt echt ein bisschen tricky. Die gehen ja hier lang. Okay. Die wollen hier hoch. Aber hier oben sind keine Tore. Ne, oben sind keine Tore. Es sind nur hier diese zwei Tore dort. Und dort. Und wie komme ich denn hier auf diese Anhöhe? Gar nicht. Doch, hier hinten. Ah, okay. So. Das heißt, wir bauen erstmal einen Bogenschützen. Denn die können schießen. Wir werden von hier nicht beschossen, denke ich mal. So. Mein Bogen lässt mir ein Ziel, bereit eurem Geheiß zu folgen. Und dann vielleicht so eine 200er Falle hier schon hin. Hm, eigentlich baue ich vielleicht gar nicht. Mal, wo bauen wir es denn? Ich weiß nicht, wie ich es machen soll hier. Manchmal habe ich fast Mitleid mit den Orks. Wir gucken erstmal, was passiert. Eigentlich nicht. Ja, die wollen alle hoch. Hier haben wir unsere Bogenschützen. Die werden uns abschießen. Ja, die schießen schon. Können das mal aktivieren. Zack. Hier mal Granaten reinknallen. Schauen wir mal, wie das Level wird. So, tot, auch tot. Tot, tot und über tot. Okay, nächste Tür öffnet sich. Wir haben echt nicht viel Geld. Etwas Feines für dich. Ja, was ganz Feines für dich. Komm, mein lieber Ork. Oder habe ich noch Münzen? Schaffe ich das noch? Okay, die ersten sind durchgelaufen. Ja, man merkt, es sind keine Bogenschützen, es ist ein bisschen... mal selber mehr machen. So, durch ist noch keiner. Bin ich mal gespannt, wann die dann unten lang gehen. Weil hier oben waren keine Tore. So, nächste Welle in 12 Sekunden. Wir können noch ein paar Fallen bauen. Wenn wir wüssten, wo Muse kommen, wir warten da noch drauf ab. Von beiden Seiten. Das heißt, wir bauen hier noch ein paar Fallen mehr. So, ja, damit wir die ganz dicken. So, dann müssen wir hier rüber, weil drei sind durchgekommen. Feueroger ist durchgekommen, der darf mich nicht treffen. Er hat mich getroffen. Jetzt können meine Bogenschützen mitschießen. Los, schießt, Jungs. Nochmal getroffen, egal. Ist gleich tot. So, okay. Das ist ja echt schon ein bisschen... Puh. Hier nochmal neu machen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, warum gehen sie nicht hier durch die Mitte? Jetzt gehen sie durch die Mitte. Jetzt gehen sie durch die Mitte. Okay. Ich kann nicht alles mit Fallen vollknallen. Oder nichts. Das ist doch viel zu groß. Ich dekoriere ein wenig um. Und ich habe die falsche Seite genommen. Sehr gut. So.
Aber war nicht da drüben dieses Pfeil? Komisch. Ja, geht eigentlich hier. Okay, die wollen jetzt in der Mitte, das ist okay. Da können meine Bogenschützen mitschießen. Jetzt stellen wir oben noch ein paar Bogenschützen mit hin, dann läuft das. Jetzt müssen wir von rechts kommen, eigentlich theoretisch, genau. Hier die sind noch okay, die können wir schön leicht abschießen. Und dann müssen wir noch die Münze hier holen. Und was kommt Schönes? Ja, wieder nur die Box. Wie immer, ne? Das andere kann ja nicht kommen. Aber die Bogenschützen gehen immer noch. Und die kleinen coolen Orks sind auch okay. So, sterben alle. Hier drüben ist eigentlich schon... Okay, die gehen hier lang. Nächste Welle in ein paar Sekunden. Das heißt, wir müssen hier doch noch ein bisschen mehr machen. Und vielleicht hier noch einen Bogenschützen hin. Oh, beide Seiten. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ja, aber nur wenig Leute, ganz wenig. Aber hier wird diese dicke Ogre. Ich muss mal den drüben erst holen, der ist schon näher. Und dann müsste auch gleich tot sein. Ja, da haben wir den auch erwischt. Sehr gut. Jetzt geht's unten lang. Immer weiter unten lang. Ne, und die wollen nach oben. Okay. Ihr wollt nach oben. Das heißt, bei euch baue ich dann mal so noch ein bisschen. Wir machen überall Lava. Lava ist am besten. Haben jetzt aber keinen Cash mehr. Kommen wir drüben auch schneller? Nee. Aber hier kommen die schnell. Es darf halt keiner durchkommen. Passt so weit. Alles verteidigt. Wir bauen noch mehr Fallen hin. Ja, Bogenschützen sind echt gut. Die sind jeden... Dollar wert oder jede Münze, besser gesagt. So, zack, nächste Welle kommt. Da kommen jetzt bestimmt Grümi schnell. Ja, überschaubar. Wenn man es dann einmal weiß, wie es läuft, ne? Einer wird durchgekommen, ihr lockt auch einen durch. Aber sind alle tot. Das passt. Das heißt, jetzt kommt wieder so eine dicke Welle mit so einem Frost-Oger oder Feuer-Oger. Er macht Frikassee. So, noch ein paar Bogenschützen. Das sind immer gut. Lava-Fallen haben wir kein Geld mehr für. Wir haben eh gerade wenig Geld. Aber wir können ja alles mit Fallen voll pflastern, ne? Ist ja auch schon die 9. Welle. Das heißt, es ist gleich geschafft. Noch keiner durchgekommen. Zack, hier noch eine mal rein. Pfeffer in die Schädel. Öpp, die ist auch fetter Ork, ey. Zack, 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 zack. Ja, Bogenschützen, easy. Die sind ja ganz lang. Kommt jetzt nur eine Seite was? So, dann bauen wir hier noch ein bisschen. Für die Paar dann den Rest gemacht. Ja, okay. Das hat nicht gelohnt. Die Abklingzeit bei der 9 geht ja trotzdem runter. Theoretisch könnte man jetzt warten, bis die wieder runter ist. In der Zeit, wo man baut. Um das gleich wieder zu aktivieren. Das wäre halt noch eine Optimierung dann, aber ist ja schon ein bisschen langweilig. Jetzt so lange warten. Ich knall einfach hier noch einen Bogenschützen hin. Und los geht's. Und jetzt gucken wir mal schneller.
Also ich würde die mit dem Fenster, das ist okay. Wir kommen nicht weit. Was kommt jetzt? Jetzt kommt eine normale Welle. So, hier drüben geht's. Weil ich mitschieße. Andere Seite kommt auch nichts durch. Nee, kommt nichts durch. Das ist gut. Münzen einsammeln. Wir wollen weitere Fallen. Es wird alles mit Lava zugeknallt bis hierhin. Jetzt kommen die ganz dicken. Einer nur. Ist ja langweilig. Den muss ich mir aber holen da drüben. Hallo Bepp hier. Ja, komm doch mal her. Haut doch nicht ab. Ich will nur spielen. Okay, sehr schön. Auch weggeknüppelt. Also Ogre, kein Problem. Hier ist auch immer noch eine Münze. Da ist sie. Ogre, kein Problem. Letzte Welle. Wir gucken mal. Sterben drüben. Stirbt alles. Okay, schick. Wir können auch schon welche gleich mal abfackeln. Ich will gar nicht so lange warten. Vielleicht geht besser. Komm, folgt mir meiner. Oh, einer geht durch. Ja, habe ich gesehen, dass er durchgeht. So, von hier kommt er jetzt gleich. Ja, ich weiß. Komm, lass mich in Ruhe. Den kriegen wir noch. Den müssen wir solo machen. Hilft nichts. Und ciao. Sehr gut. Haben wir das wohl gewonnen? Das war eigentlich meine Easy-Map. Treppe auf, Treppe ab. Müssen wir alle 5 Schädel haben, genau. Noch etliche Bonusschädel bekommen. Und eine neue Waffe, die Flamme am Schieben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.